Die Bundeskanzlerin hat heute für ihre Verhältnisse sehr deutlich gesagt, dass sie sehr besorgt ist über die Massen an Menschen, die in Wembley die Halbfinals und das Finale sehen werden, beim Treffen mit dem britischen Premier in der Nähe von London. Und Boris Johnson antwortet freundlich, dass er es nicht so schlimm findet und verabschiedet Angela Merkel in den 5-Uhr-Tee. Den durfte sie dann mit einer Dame genießen, die es noch weitergebracht hat in der Disziplin Langzeitregieren. Darin ist sie definitiv die Königin. Sven Lohmann über Merkels Abschiedsbesuch im Vereinigten Königreich. Es hat etwas Herzliches, die Freude, sich wiederzusehen. Es ist ja nun seit fast 16 Jahren immer Angela Merkel, die als deutsche Kanzlerin vorbeischaut. Beide kennen und schätzen sich. Der gemeinsame Tee auf Schloss Windsor, heute wohl der letzte. Das war der angenehme Teil auf ihrer Großbritannien-Reise. Vorher Treffen mit Boris Johnson. Schon der 5. Premierminister, mit dem sie es in ihrer Amtszeit zu tun hat. Nach Tony Blair, Gordon Brown, David Cameron und Theresa May ist Johnson wohl der schwierigste, weil konfrontativste von allen. Ich habe natürlich im Laufe der Jahre mit verschiedenen britischen Premierministern zusammengearbeitet und mit jedem gerne. Wir schauen uns an, wie unterschiedlich die Menschen sind und dann machen wir das Beste draus und das klappt wunderbar. Doch das deutsch-britische Verhältnis hat gelitten seit dem Brexit. Und Johnson, der gerne auch mal droht oder Vereinbarungen bricht, wie beim Streitthema Nordirland, hat daran seinen Anteil. Aber es ist Merkels Wille, das noch vor ihrem Amtsende zu lösen. In dieser Zeit sollte es uns wirklich möglich sein, das hier so zu lösen, dass das pragmatisch geht. Ich bin da optimistisch. Der Brexit hat den Blick vieler Briten auf Deutschland verändert. Vor allem auch wegen Angela Merkel. Sie ist eine ziemlich gute Regierungschefin, ziemlich robust. Sie steckt unseren Boris locker in die Tasche. Ich glaube, sie mag uns nicht und ist deshalb anti-britisch. Sie mochte nicht, dass wir die EU verlassen haben und macht uns das Leben deshalb schwer. Für den politischen Beobachter Steve Richard mussten die Briten erst etwas lernen, nämlich dass Angela Merkel für ihre Überzeugung eintritt, nicht für die der Briten. Einige Briten waren wirklich enttäuscht, dass sie in den Brexit-Verhandlungen so wenig Zugeständnisse gemacht hat. Sie dachten, sie regelt schon, dass Großbritannien vielleicht sogar in der EU bleibt. Bevor sie nun bald als Kanzlerin geht, hat sie mit Boris Johnson noch eine engere Zusammenarbeit vereinbart, damit die Beziehungen künftig wieder besser werden. Angela, on behalf of the UK. Im Namen des Vereinigten Königreichs, danke für dein historisches Engagement für unsere deutsch-britischen Beziehungen. Einen kleinen Fauxpas leistet sich Boris Johnson dann doch noch, denn früher hätte ein Brite seinem Gast beim Gang nach draußen sicherlich den Vortritt gelassen. Die ganze Welt kennt inzwischen den Namen eines kleinen Ortes in British Columbia, Lytton. Das ist der Ort mit der höchsten Temperatur, die jemals in Kanada gemessen wurde, am Dienstag nämlich 49,6 Grad. Was Lytton danach widerfahren ist, das ist mehr als ein Unglück oder ein einmaliger Schicksalsschlag. Es ist der traurige Vorbote für das, was vielen anderen noch bevorstehen könnte. Dieser Ort wurde von einem Tag auf den anderen ausgelöscht, aufgefressen von einer Feuerwalze aus dem zundertrockenen Wald. Und das alles binnen 3er Tage in einer Region, die normalerweise nur gemäßigte Temperaturen und reichlich Regen kennt. Sven Plöger hat uns am Mittwoch schon einmal knapp skizziert, wie diese Extreme zustande kommen am Pazifik. Hast du noch ein Wort dazu, Sven? Ich habe noch ein Wort dazu, denn da ist tatsächlich ein Pyrocumulonimbus entstanden. Kann man kaum aussprechen und ich möchte kurz zeigen, was das ist. Das ist der Satellitenfilm. Hier befinden wir uns jetzt genau bei Lytton. Schauen Sie sich das mal an. Ein riesiger, durch das Feuer verursachter Gewittercluster regelrecht. Und wie entsteht das? Das möchte ich kurz erklären. Hier ist es so, die Brände sind entstanden durch die Trockenheit, dann
brennt das Feuer. Es ist irrsinnig heiß. Die Luft strömt nach oben wie bei einem Heißluftballon. Aber da muss ja Luft nachkommen, sonst würde unten ein Luftloch entstehen. Und das passiert mit unglaublich viel Wind. Das heißt, es gibt Sturm, der dann dieses Feuer wieder anfacht. Oben entsteht, weil der Wasserdampf kondensiert, die Wolke. Das ist eine Gewitterwolke. Die bringt anderen Orten dann auch Regen. Die Luft strömt runter. Der sogenannte Downburst, wieder mit Sturm verbunden. Das kann dann noch mal Schäden anrichten. Und hinzu kommt Blitz. Das heißt, dadurch wird natürlich dann dieses trockene Umfeld wieder in Brand gesetzt. Und das sind dann tatsächlich, Karen, diese unglaublichen Effekte gewesen, die wir da in Litten erleben mussten. Und die jetzt auch zu beobachten gucken, sind an der ganzen Küste, an der ganzen Westküste, stimmt's? Genau, wir gucken nämlich jetzt noch mal nach Kalifornien. Danke, Sven, das übernimmt Kerstin Klein. Schon wieder brennt es im Westen der USA. Im Norden Kaliforniens kämpfen hunderte Feuerwehrleute gegen drei größere Waldbrände. Im Chester County, nördlich von San Francisco, mussten Menschen vor den Flammen fliehen. Ortschaften wurden evakuiert. Auch Alexis Hoheimer verließ Hals über Kopf ihr Zuhause. Gerade wurde es kühler und ich schlief noch, als der Sheriff durchkam, kurz vor Sonnenaufgang, und sagte, alle müssen hier weg. Damit wachten wir auf. Es sind einzelne Feuer, lange noch nicht so großflächig wie die Rekordbrände des vergangenen Jahres. Aber die Waldbrandsaison begann in diesem Jahr sehr früh. Was die Feuer begünstigt. Im Westen der USA herrscht eine enorme Dürre. Die schlimmste seit 2 Jahrzehnten. 9 Bundesstaaten sind betroffen. Knapp 60 Millionen Menschen. Für einen Großteil Kaliforniens hat Gouverneur Gavin Newsom den Dürrenotstand verhängt. Für ihn ist die Ursache klar. Kalifornien erlebt schon wieder ein Jahr mit Rekordtemperaturen und Trockenheit. Der Klimawandel ist da. Aus den Bergen kommt in diesem Jahr extrem wenig Schmelzwasser, weil es im Winter zu wenig Niederschlag gab. Die Kanäle ausgetrocknet, die Grundwasserspiegel sinken immer weiter. Die Wasserspiegel der Reservoire dramatisch niedrig. Die Farmer leiden besonders im Westen der USA. Viele müssen bereits Felder brachliegen lassen. Wenn solche Dürren kommen, können wir hier nicht mehr viel anbauen. Es fehlt schlicht das Wasser. There's literally no water. Am Hoover-Damm in Nevada hat der Wasserstand bereits jetzt ein Allzeittief erreicht. Hier wird mit Wasser Strom erzeugt für 25 Millionen Menschen. Nur wie lange noch? Derweil bekommen die Einsatzkräfte im Norden Kaliforniens die Brände nicht unter Kontrolle. Und die Behörden sorgen sich vor dem bevorstehenden Wochenende. Da wird in den USA der Nationalfeiertag begangen. Traditionell mit viel Feuerwerk. Das sind die jüngsten Eindrücke von der Klimakrise. Alle Parteien mit Aussicht auf Mandate im nächsten Deutschen Bundestag bestätigen, dass es diese Krise gibt. Sie haben nur sehr unterschiedliche Antworten darauf.